Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Fitness-Tracker vor. Wie bei unseren anderen Videos werden wir wie gewohnt die Vor- und Nachteile der Geräte erläutern und diese kurz vorstellen. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und abonniert uns, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen. Also lehn dich zurück und viel Spaß! Beginnen wir mit dem Mi Band 7. Das OLED-Display ist im Vergleich zum Mi Band 6 um etwa 25% gewachsen. Was auf den ersten Blick nicht viel erscheint, wenn man sich das Datenblatt ansieht, aber in der Praxis macht es einen großen Unterschied. Das breitere Seitenverhältnis und die neu gestaltete Oberfläche machen viele Banddisplays klarer und besser lesbar. Mails und Benachrichtigungen von WhatsApp und Co. sind viel besser zu lesen als auf dem eher schmalen Mi Band 6. Auch die Musiksteuerung ist dank größerer Tasten etwas einfacher geworden. Die Helligkeit ist hoch, lässt sich aber immer noch nicht automatisch einstellen, was bei smarten Fitness-Trackern mittlerweile Standard sein sollte. Bei einer Helligkeitseinstellung von 70-80% war das Ablesen des Bildschirms auch bei direkten Sonneneinstrahlung problemlos möglich. Die Empfindlichkeit des Touchscreens kann nun in 2 Stufen eingestellt werden. Die werkseitig eingestellte hohe Empfindlichkeit war mir persönlich zu empfindlich. Wer mit einem kleineren Display leben kann und keine permanente SPO2-Überwachung braucht, kann sich auch für das derzeit noch günstigere Mi Smart Band 6 oder das Honor Band 6 entscheiden, die beide softwaretechnisch ausgereifter zu sein scheinen und ebenfalls gute OLED-Displays bieten. Man kann aber getrost zum Mi Band 7 greifen und den zusätzlichen Komfort genießen, wenn sich der Preis nähert, auch weil die kleinen Firmware-Probleme bis dahin behoben sein sollten. Der Nachfolger des beliebten Honor Band 5 heißt wenig überraschend Honor Band 6 und folgt dem gewohnten Muster. Ein noch größeres und besseres Display und 1 bis 2 neue Software-Features bei Beibehaltung der wesentlichen Stärken. Das verbreiterte OLED-Display sorgt für eine noch bessere Ablesbarkeit und eine komfortablere Bedienung. Dank des guten Kontrasts und der hohen Leuchtkraft ist das günstige Wearable auch bei Sonnenschein gut zu bedienen. Trotz des großen Displays bleibt die Akkulaufzeit auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 2 Wochen sind bei normaler Nutzung möglich. Das Honor Band 6 lässt sich innerhalb einer Stunde wieder aufladen. Bereits 10 Minuten Ladezeit sollen für 3 Tage reichen. Eine neue Funktion ist die Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes, SPO2. Das Band erledigt dies und misst zuverlässig die Herzfrequenz. Außerdem wurde das Schlaftracking optimiert und erkennt nun Schlafphasen besser. Wie bei den Vorgängern wurde auf GPS und NFC verzichtet. Huawei und Honor kooperieren zum letzten Mal und haben das Band 6 genau wie die vorherige Generation gemeinsam entwickelt. So unterscheidet sich das Huawei Band 6 kaum vom Honor Band 6. Die wichtigste Neuerung ist das deutlich größere Display, das mittlerweile fast Smartwatch-Format hat. Dadurch sind Bildschirminhalte wie Benachrichtigungen und Fitnessdaten besser ablesbar und es lassen sich mehr Informationen auf einmal unterbringen. Außerdem kann das Band nun neben Schritten und Herzfrequenz auch die Sauerstoffsättigung im Blut, SPO2, messen. Die gemessenen Werte liegen zwar nicht auf dem Niveau professioneller Messgeräte, reichen aber für eine grobe Einordnung aus. Trotz des großen Displays bleibt die Akkulaufzeit lang. Rund 2 Wochen Laufzeit sind bei normaler Nutzung möglich. Seltsam. Huawei packt eine andere Software als Honor auf das Gerät. Die Software ist von der Funktionalität her weitgehend identisch, kann aber aus der gemessenen Schrittzahl nicht die zurückgelegte Strecke ermitteln. Das Inspire 2 von Fitbit ist ein Fitness-Tracker in Form eines anschmiegsamen Armbands, der sich wie sein Vorgänger auf die Grundfunktionen des Fitness-Trackings ohne Schnickschnack konzentriert. Dank eines monochrom OLED-Touchscreens sind die angezeigten Werte und Informationen auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Zudem ist die Bedienung auch beim Laufen ein Kinderspiel, da man dank des Touchscreens keine Tasten drücken muss. Das Gehäuse ist wasserdicht, sodass der Tracker auch zum Schwimmen geeignet ist. Sie können über 20 Sportarten aufzeichnen und analysieren. Erfreulicherweise ist auch die sehr detailreiche Schlafüberwachung von Fitbit an Bord.
Das sollte aber auch bei einem 100-Euro-Trecker eine Selbstverständlichkeit sein. GPS ist nicht eingebaut, was für den Preis inakzeptabel ist. So muss man für die Routenaufzeichnung immer ein verbundenes Smartphone mitführen. Das Highlight des Armbands ist sein ausdauernder Akku. Er hat genug Reserven für bis zu 10 Tage ohne Steckdose. Das Galaxy Fit 2 sieht seinem Vorgänger fast zum Verwechseln ähnlich. Das Display ist jetzt etwas größer und schärfer. Außerdem gibt es jetzt eine Handvoll mehr smarte Funktionen in Form eines Musikplayers und eine Schnellantwortfunktion für Benachrichtigungen. Die Akkulaufzeit beträgt immer noch mehr als eine Woche. 2 Wochen sind bei geringer Nutzung möglich. Der Funktionsumfang und das Design sind den beiden Fitnessarmbändern Honor Band 5 und My Band 5 sehr ähnlich. Auch preislich sind die drei Konkurrenten ähnlich. In Kombination mit der passenden Smartphone-App kommt man neben dem Zählen der Schritte und dem Messen der Herzfrequenz auch in den Genuss einer Schlafanalyse. Auf Wunsch erinnert das Band sogar daran, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Das Galaxy Fit E bietet Ihnen ein Herzfrequenzmesser, einen zuverlässigen Schrittzähler sowie eine Handvoll intelligenter Funktionen, wie die Anzeige von Handybenachrichtigungen. Darüber hinaus ist das Gehäuse wasserdicht und wiegt nur 15 Gramm. Zur Analyse und Verwaltung nutzt das Armband die funktionsreiche Samsung Health App. Das Besondere an dem Gerät ist der vergleichsweise niedrige Preis. Das Armband kostet nur rund 39 Euro. Wenn Sie bereits ein Samsung Smartphone besitzen, ist das Armband eine gute Ergänzung. Wenn Ihr Handy von einem anderen Hersteller stammt, müssen Sie gleich 4 Samsung Apps installieren. Wenn Sie das stört, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf das Mi Band 3 von Xiaomi, das sehr ähnlich ausgestattet ist. Ein Manko bleibt beim Samsung Armband. Die Akkulaufzeit ist schlecht, vor allem wenn die Benachrichtigungen eingeschaltet sind. Trotzdem ist die Samsung Galaxy Fit E ein idealer Fitness-Tracker für alle, die einen leichten Überblick über ihre Gesundheit haben möchten, ohne zu viel zu investieren. Das Design ist einfach, aber effektiv. Während die schnörkellosen Tracking-Erfahrung deckt das grundlegende Feedback im Schlaf, Schritte und Bewegung. Natürlich gibt es auch Nachteile. Wenn man einen Tracker wie den Fit E einem teureren Modell vorzieht, wie zum Beispiel das Fehlen von Premium-Funktionen und Ungereimheiten bei der Aufzeichnung, aber dieser Tracker ist immer noch sehr brauchbar und angenehm zu tragen und er hat eine ausreichende Akkulaufzeit, um dies zu unterstützen. Die Wearable-Offensive von Huawei startete mit der Watch Fit und der überarbeiteten Watch Fit New und überzeugte vor allem in der Huawei-Paradedisziplin Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der Watch Fit 2 verlässt Huawei nun den zweistelligen Preisbereich und stellt eine fitnessorientierte Smartwatch vor, die mehr als doppelt so teuer ist wie ihre Vorgänger. Optisch ändert sich im Vergleich zur letztjährigen Watch Fit New nicht viel. Erneut erwartet sie ein großes und scharfes OLED-Display mit einem respektablen Bildschirm-Körper-Verhältnis. Genau wie bei den beiden Vorgängermodellen ist die Akkulaufzeit lang. Huawei verspricht 10 Tage bei normaler Nutzung und immerhin noch 7 Tage bei intensiver Nutzung mit häufigem Training. Neu ist nun die Telefoniefunktion, die das über Bluetooth verbundene Smartphone nutzt. So kann man zum Beispiel direkt während des Trainings telefonieren, ohne das Handy zucken zu müssen. Die Fitness- und Gesundheitsfunktionen wurden noch einmal erweitert. Besonders interessant ist der Gesundheitsassistent, mit dem man sich individuelle Tagesziele setzen kann, die über die reine Schrittzählung und Schlafüberwachung hinausgehen. Dazu gehören zum Beispiel auch die regelmäßige Wasseraufnahme und das pünktliche Aufstehen. Leider lassen sich einige Funktionen nur in Kombination mit einem Huawei-Smartphone mit Harmony OS als Betriebssystem nutzen. Darunter das Festlegen eines Bildes als Watchface durch Antippen des Smartphones. Alles in allem ist die Huawei Watch Fit 2 eine eher zurückhaltende Weiterentwicklung der Serie, deren harscher Aufpreis kaum nachvollziehbar ist. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welcher Fitness-Tracker war euer Favorit? Schreibt's in die Kommentare. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren.
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.